100 von Millionen von Leuten haben das damals gesehen. Wie die Astronauten sind ausgestiegen aus der Mondlandefähre und den ersten Schritt auf den Mond und so weiter. Aber das Lustige ist, dass die amerikanische Flagge ist nach dem Sondenwindsegel aufgestellt wurde, weil die Sondenwindsegel möglichst lang müssen auf dem Mond stehen, damit es viel Sonnenwind auffangen kann. Und auf dem Sonnenwindsegel hatte es ein kleines Schweizer Kreuz. Das hat unser Mechaniker, der hier im Raum nebenan gearbeitet hat, der hat auf dem Stab, an dem das Segel ist angemacht war, hat er noch ein kleines Schweizer Kreuz gemacht. Das hat niemand gesehen. Also, das Schweizer Kreuz war eigentlich als erstes oben. Das ist völlig unberechtigt. Nach Apollo 11 sind die Sonnenwind-Segelfolien hier untersucht worden, indem man ein kleines Stückchen, so gross wie eine Briefmarke, herausgeschnitten und hat die nachher mit der Maschine, die hier im Hintergrund ist, analysiert und hat herausgefunden, wie der Sonnenwind zusammengesetzt ist, aus was der besteht. Ich selber habe mit diesem Experiment eigentlich nichts zu tun gehabt, aber mit dem Sonnenwind hatte ich sehr viel zu tun gehabt. Bei der Untersuchung von diesen Mondsteinen und Mondstaubproben habe ich natürlich sehr viel Sonnenwind gemessen. Wir hatten natürlich ein grosses Privileg gehabt, dass wir mitarbeiten an diesem ganzen Mondprobenprogramm, das die Amerikaner initiiert haben. Wir haben sehr viele Proben bekommen, haben die dürfen untersuchen, haben interessante Forschung können machen. Und das ist zu einem guten Teil auch Verdienst von unserem damaligen Direktor, Johannes Geiss, der hat können die Beziehungen herstellen zwischen der NASA und der Schweiz. Also die ersten Mondsteine von Apollo 11, die haben zuerst in eine Quarantäne müssen, weil man nicht hat gewusst, ist das Material vielleicht doch irgendwie von Bakterien oder Viren verseucht. Erst etwa im Lauf vom September 1969 haben wir die Proben bekommen und haben sofort müssen anfangen, blitzartig mit der Untersuchung, weil man gewusst hat, es gibt Anfang Januar die erste Konferenz, wo man hat müssen seine Resultate bekannt geben, die man bekommen hat. Ursprünglich hat man natürlich keine Ahnung gehabt, was das für ein Gestein ist auf dem Mond. Das ist immer von Green Cheese, haben sie geredet, von grünem Käse. Und man hat keine Ahnung gehabt, ist das Material erstarrt als Gestein vielleicht vor 10.000 Jahren oder vor einer Million oder vor einer Milliarde. Bei Apollo 11 ist das 3,7 Milliarden Jahre. Und das haben wir bekommen, 3,7 Milliarden. Apollo 12 zum Beispiel, das war viel jünger, das ist 3,3 Milliarden Jahre. Und die anderen sind alle so zwischen 3,5 und 4,0. Von Apollo 14 bis Apollo 16 und 17. Hier haben wir den Astronaut Harrison Schmidt, der untersucht hier einen grossen Block auf dem Mond. Apollo 17 Mission ist das. Und er entnimmt hier ein Gesteinsstück, das er zurückgebracht hat und wir nachher können untersuchen. Das ist ein Stück, das beim Aufprall von einem Asteroid auf dem Mond ist aus der Tiefe rausgeworfen wurde und so jetzt an der Mondoberfläche liegen geblieben ist. Wir haben im Ganzen ungefähr 350 verschiedene Proben bekommen im Laufe der Zeit. Bei der Mission ist zurückgekommen, haben wir sofort beantragt, die interessantesten Gesteine ein Stückchen davon zu bekommen. Und da haben wir immer im Durchschnitt etwa ein Gramm bekommen. Ursprünglich hat man natürlich keine Ahnung gehabt, was es für Mineral hat auf dem Mond. Sind das die gleichen Mineral wie auf der Erde? Oder hat es dort Mineral, was auf der Erde nicht gibt? Und es hat auf dem Mond tatsächlich Mineral, was auf der Erde nicht gibt. Also, da gibt es eins, das heisst zum Beispiel Armalcolit. Armstrong, Aldrin, Collins. Die drei Astronauten von Apollo 11.
Und so hat es noch ein paar andere Mineral, die es auf der Erde nicht gibt. Also es ist schon etwas speziell. Das sind Dünnschliffe vom Mondgestein, die unter einem Mikroskop aufgenommen wurden. Das sieht man, Mineral sieht man gut, zum Beispiel Pyroxen, Olivin, Feldspat. Die sind sehr typisch für das Mondgestein. Und die Dimension ist etwa 1 Millimeter da unten drin. Und das sind 2 Millimeter. Also das ist eigentlich direkt unter einem Mikroskop fotografiert. Und das ist alles von Apollo 17 Gestein. Das ist 3,7 Milliarden Jahre alt.